Es wird mal wieder an der Zeit, dass Minecraft super gruselig wird, denn wir werden heute die krassesten und gruseligsten Mythen aufdecken, die es in Minecraft zu finden gibt. Aber wie gruselig ist Minecraft eigentlich? Ein Like ist gleich ein Gruselgeist. Ein Like ist heute ein Geist, das in Minecraft auftaucht. Unbedingt abonnieren nicht vergessen und viel Spaß beim Video. Und wir starten auch sofort los mit dem Shadow Villager. Das hier ist der Shadow Villager, Freunde. Er sieht auf jeden Fall dunkel aus und man erkennt ihn gar nicht so richtig. Aber was genau ist der Shadow Villager und wie können wir den Shadow Villager finden? Den Shadow Villager können wir anscheinend finden mit dem Seed 19257863 in der Minecraft 1.10.1 Version. Und er soll wohl Spieler stalken, die im Bett schlafen. Sie machen komische Geräusche bei Mitternacht und sie laufen wohl im Wald herum und ja, stalken halt wie gesagt einfach nur die Spieler in der Welt. In der Version 1.10.1 soll das Ganze möglich sein. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was wirklich passiert, wenn Mitternacht ist in dieser Minecraft-Version bei dem Ziel. So, Leute, 1.10.1 wäre geladen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal herein in diese Welt. Wie gesagt, wir müssen wohl abwarten, bis Mitternacht ist. Und ja, natürlich müssen wir auch erstmal ein Villager-Dorf finden. Zumindest war so die Rede. Beziehungsweise, es war gar nicht die Rede, dass wir ein Villager-Dorf finden, aber ich denke mal, gerade dort werden die sich aufhalten. Ich bin jetzt ja auch im Survival-Modus, nee, im Creative-Modus unterwegs. Und wir suchen einfach mal ein Village. Ach, ich kann es gar nicht locaten. Lol, okay, ich muss also wirklich selbst ein Villager-Dorf finden. Ich meine, bis Mitternacht ist, haben wir noch ein bisschen Zeit, aber so viel erstmal diesem Seed. So sieht er anscheinend aus. Ja, ich werde mal ganz kurz gucken, dass ich ein Villager-Dorf finde. 12 Sekunden später. Okay, Leute, das Villager-Dorf haben wir jetzt auch gefunden. Hier ist es einfach mal. Ich muss jetzt ein bisschen durch die Welt schlendern. Allerdings, lol, wie schnell ist der denn? Habt ihr es gerade gesehen? Hä? Oder habe ich es mir gerade nur eingebildet? Der Villager war super schnell. Ist das normal? Okay, das hat mich jetzt voll gewundert. Egal, wir werden das einfach mal ein bisschen beobachten, was der Kollege da genau macht. Ich bin gerade auch im Spectator-Modus unterwegs. Ich wechsle jetzt auch mal ganz normal in den Game Mode Survival. Und ich kann ja mal nachschauen, ob jetzt hier ein Bett ist, also ein freies Bett. Ich schlag den mal. Ist er immer noch so schnell? Hey, jetzt macht er gar nichts mehr. Hä? Okay, ganz, ganz komische Angelegenheit. Ich würde sagen, ich habe es mir aber nicht eingebildet. Der war doch gerade super schnell. Oder bin ich, vielleicht bin ich doch lost. Gut, auf jeden Fall, Freunde, würde ich sagen, wir suchen jetzt hier erstmal ein Bett. Oder platzieren zumindest irgendwo in einem Villager-Haus ein Bett. Und schauen dann mal, ob er gleich kommt, dieser Shadow Villager. Ich habe jetzt einfach mal hier dieses Bett platziert und auch meinen Spawn gesetzt, so mehr oder weniger. Das heißt, eigentlich nur noch abwarten und gucken, ob der Shadow Villager kommt. Und ich würde sagen, Leute, bleibt bis zum Ende des Videos dran. Es wird spannend, denn wir sehen am Ende, ob der Shadow Villager erscheint oder nicht. Diesen Mythos fand ich auch super interessant, und zwar der Bloody Ender Dragon, also der blutige Ender Dragon, den wir hier auch auf diesem Foto sehen können. Und hier wird in dieser Geschichte erzählt, dass der in der Version 1.19.2 einige Male Minecraft hintereinander durchgespielt hat. Um genau zu sein, 11 Mal. Er wollte nämlich einen Weltrekord aufstellen, wie oft er es schafft, Minecraft in 24 Stunden zu, ja, durchzuspielen. Und auf einmal hat er wohl irgendwie Dragon Breath gehört. Und ja, dann soll wohl ein Schild erschienen sein, mit dass man die Minecraft-Welt löschen soll, dass man wegrennen soll. Und anscheinend soll wohl auch in einem Wüstengebiet dieser komische Turm aufgetaucht sein, der ja eigentlich nur im End erscheint. Und das ist natürlich schon sehr verrückt. Das heißt, wir müssten jetzt einfach mal 11 Mal Minecraft hintereinander durchspielen und dann schauen, was passiert. Und wir wechseln mal rüber zu 1.19.2. So, Leute, ich werde mir das Ganze jetzt ein bisschen einfacher machen, denn ich locate jetzt einfach mal eine Struktur, und zwar einmal ein Stronghold. Und dort werden wir uns jetzt einfach mal hin teleportieren und dann werden wir einfach mal den Enderdrachen sofort töten. Wenn ich jetzt ganz normal 11 Mal Minecraft durchspielen soll, würde, dann wird das zu lange dauern. Dann wäre ich noch bis übermorgen dran. Dementsprechend mache ich mir das jetzt einfach und werde versuchen, so mal den Bloody Ender Dragon zu finden. Auch hier im End kann man den ja ganz einfach über einen Command killen. Das heißt, man spart hier auf jeden Fall deutlich Zeit und hat theoretisch das gleiche Resultat. Dementsprechend denke ich mal, dass das die bessere Option ist. Zack, da ist auch schon tot der Enderdrache. Jetzt können wir auch hier reinspringen. Und anscheinend, das habe ich auch noch nicht erwähnt, war es wohl so, dass bei ihm irgendwie Bloody Craft oder sowas stand beim Endscreen, also hier bei diesem Bildschirm. Ich würde sagen, ich spiele jetzt einfach mal ein paar Mal Minecraft durch und dann
gucken wir mal, ob jetzt was passiert oder nicht. Irgendwann später. So, Freunde, das ist jetzt hier die 11. Welt, die wir theoretisch am Start haben. Und ich gehe einfach mal runter in die Mine und schaue mal, ob wir hier irgendwas Verdächtiges finden. Ich gebe mir am besten nochmal ganz kurz Night Vision, weil damit können wir nochmal alles ein bisschen besser hier beobachten. Ich sehe jetzt hier aber auch nicht irgendwie Dragon's Breath Geräusche oder ja, irgendwas anderes Verdächtiges auf den allerersten Blick. Sieht auf jeden Fall alles soweit normal aus, meiner Meinung nach. Das Einzige, was wir hier finden, sind so ein paar komische Glow-Lightschen. Das sehen wir hier zum Beispiel, aber ansonsten scheint mir jetzt hier auf den allerersten Blick nichts Verdächtiges so auszusehen. Ja, wir sind jetzt hier auch schon in so einem Dschungelbiom angekommen, aber wie gesagt, alles... Lol, was ist denn da oben? Warte mal, der Spatrock? Also, wenn ich mich nicht täusche, müsste das hier jetzt hier so ein Endturm sein. Also sowas, wie wir halt immer im End zu sehen haben. Und der ist hier anscheinend einfach mal gespawnt. Falls ihr mein letztes Video noch nicht gesehen habt, hier sieht man auf jeden Fall ganz klar einen Wither drin in dieser Bedrock-Struktur. Aber das ist gerade echt krass. Also, dass hier einfach so ein komischer Turm gespawnt ist, das wundert mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen. Wir sehen aber auch, dass wir hier oben auch diesen End-Crystal haben. Den kann ich ja mal zerschlagen, aber auch hier passiert dann einfach mal gar nichts, wenn ich den zerschlagen habe. Ist vielleicht irgendwas Geheimes darunter verbuddelt? Oder hier scheint aber auch nichts darunter verbuddelt zu sein. Also alles im ganz normalen Bereich. Leute, das ist jetzt natürlich ein bisschen spooky. Hab ich auch nicht mit gerechnet? Oder habe ich doch vielleicht schon damit gerechnet? Man weiß es nicht. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren raten. Wurde der hier wirklich gespawnt? Troll ich euch vielleicht nur? Schreibt es jetzt mal in die Kommentare, ob das ein Troll ist oder vielleicht nicht. Ich bin echt auf eure Kommentare gespannt. Inzwischen. Okay, Leute. Also, wir haben jetzt ein bisschen abgewartet. Wir sehen, es wird langsam Nacht und es geht in die Richtung Mitternacht. Ist wirklich die Frage, finden wir hier irgendwo diesen Shadow Villager? Der soll ja angeblich in Wäldern leben. Ah, jetzt ist der schon wieder so schnell unterwegs, der Villager, ne? Ich weiß nicht, ist das normal? Ich habe keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall müsste dieser Shadow Villager, wenn dann irgendwo hier in diesen Wäldern sein. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Spectator-Modus und schauen hier mal von unten, ob wir irgendwo hier einen Villager sehen. Wir können ja auch mal eine andere Sache machen. Wir können ja einfach mal mehrere Villager spawnen und schauen, ob vielleicht ein Shadow Villager dabei ist. Geht das? Villager? Ja, wir können die spawnen. Okay, dann würde ich sagen, wir spawnen einfach ganz viele Villager. Es scheint allerdings so aussehen, als wäre kein Shadow Villager hier aktuell dabei. Das sind alles ganz normale Villager. Wenn wir jetzt hier mal in die Masse reinschauen. Klar, hier hin und wieder haben wir auch andere Arten von Villagern am Start. Aber so ein wirklich dunkler Villager, wie das hier gezeigt wurde auf der Seite, den finden wir, glaube ich, nicht. Schade. Aber lasst doch gerne dafür einen fetten Like da. Wenn ihr weitere Mythen sehen möchtet, abonnieren nicht vergessen. Bis dann und ciao.